Wir sind hier am Food Hotel Neuwied. Zum 8. Mal in Folge sind wir hier am Start bei der gleichnamigen Rallye. Was die Ultramarallye der IG Neuwied so besonders macht, das erfahrt ihr bei German Motor Kult jetzt in dem Video. Das Team Motor Marketing mit dem Audi 100 Coupé ist unterwegs für das Online-Magazin German Motor Kult. Bei der IG Neuwied unterwegs zu sein, das ist ein Traum. Das macht einfach richtig, richtig Laune. Du findest hier Autos, die einfach Kult sind. Hinter uns fährt ein BMW Alpina, vor uns fährt ein Buckel Volvo. Ja? Die Autos sind klasse, die Leute sind klasse und das Ganze ist ganz entspannt. Ganz entspannt, naja, vielleicht nicht ganz so. Und zwar musst du hier Bilder und stumme Wächter am Wegrand suchen. Du kriegst pro Tagesetappe 6 Bilder. Und diese musst du auf der Strecke finden. Wir sind schon mit 30 durch den Ort gefahren und haben es nicht gesehen und sehen plötzlich hinten dran ein Cabrio, ein Erdbeerkörbchen, geht in die Eisen, dreht, fährt zurück und wir so, Moment, da war was. Auch gedreht und Tatsache. Und wir hätten es nicht gesehen. Also ich war zum ersten Mal bei sowas dabei und ich fand es total klasse. Ich bin zum ersten Mal dabei und nicht zum letzten Mal. Und also wirklich einmalig. Bin wie immer begeistert. Heute sind wir ein bisschen teammäßig unterwegs. Wir haben immer einen 1er Golf Cabrio hinter uns, ein Erdbeerkörbchen. Da ist der Sascha drin mit seiner Frau, der Nicole. Und die beiden sind heute mit uns auf der Strecke. Und ist mal eine ganz andere Erfahrung, im Team unterwegs zu sein, gerade wenn du so Bildersuchfahrten machst und so weiter. Man fährt ja eigentlich jeder für sich, ganz klare Nummer, aber dann wird man nach rechts gezeigt, wenn da ein Kreuz steht, was gesucht wird. Oder dann klingelt auch mal das Handy. Hast du gerade eben den stummen Wächter gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich glaube, da könnte man uns mal dran gewöhnen. Wie macht ihr das? Seid ihr auch öfters mit Freunden unterwegs? Schreibt es mal in die Kommentare. Das ist der Gerhard. Der Gerhard ist es. Hallo. Ja. Für die IG unterwegs. Ja, das war die Food Rallye 2023. 190 Kilometer sind wir heute gefahren. Wir sind ja heute im Team gefahren, wir zwei mit den Mädels zusammen im Team. Für uns auch zum ersten Mal. Immer so ein klein bisschen Kommunikation zwischen den Autos. Ja. Sehr schön. Sascha, an der Stelle, du bist ja hier bei der Food Rallye schon seit Jahren mit Sponsor. Genau, also ich mache das jetzt schon im 5. Jahr. Ja. Sponsor bin ich seit 4 Jahren. Bin das 2019 das erste Mal mitgefahren, auch mit dem Erdbeerkörbchen. Okay. Die letzten 3 Jahre mit einem Hot Rod Model A. Richtig. Und ja, heute wollte ich es mal ein bisschen schwieriger noch mal haben, in einer Klasse mitzufahren, wo viele Mitstreiter dabei sind. Ja, mal gespannt, wie weit wir es geschafft haben nach vorne. Jetzt die Frage, warum bist du seit Jahren hier Sponsor? Was fasziniert dich an der Food Rallye? Ja, mich fasziniert halt, dass wir hier unter Gleichgesinnten sind, Autoliebhaber, Enthusiasten, mal tolle Autos zu sehen. Und das Schöne ist halt, die Food Rallye ist so eine geniale Veranstaltung. Es dreht sich alles ums Essen. Ja. Und wenn man mich so anschaut, ne, dann weiß man, warum ich hier mitmache. Klar, Namensgeber, das Food Hotel ist jedes Mal Start und Ziel. Genau. Abends natürlich ein super leckeres Buffet, wo wir gleich auch noch hingehen werden. Natürlich, ja, bis die Sonne untergeht, essen. Genau, essen und trinken natürlich. Und mit Gleichgesinnten reden. Und das ist eigentlich so ein das genau ist das, was es ausmacht. Genau. Ja. Und es ist halt immer mega organisiert. Es ist absolut super organisiert. Es steckt sehr viel Arbeit dahinter. Das respektiert man und daher ist das immer ein wunderschöner Tag für Fahrer und auch Beifahrer. Wie gesagt, sie haben angefangen mit 50 Teilnehmern vor 14 Jahren und jetzt sind es über 100 und es könnten noch mehr da sein, aber bei 100 hat die Association gesagt, nein, reicht. Gut, genau. Und 100 Fahrzeuge auf der Strecke ist eine echte Nummer. Ist, schon viel, ist eine echte Nummer.
An der Stelle. Wir sehen uns nächstes Jahr zur 15. Rallye. So sieht's aus. Wir haben Durst. Wir gehen jetzt zur Abendveranstaltung, was Kühles trinken. Euch wünschen wir, oder ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video gehabt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Macht das Plus weg. Genau. Und das Herz für Rot. So sieht's aus. Bis dann. Der Micha und der Sascha verabschieden sich von euch. Ciao.